Ich wachte in meiner kleinen, bescheidenen Behausung auf, die der Mentor mir gegeben hatte, als Unterschlupf. Es war nicht viel drin, aber dennoch recht gemütlich eingerichtet. Teppiche, Bücherregale, ein einfaches Bett und ein Bild an der Wand von einem wohl besonderen Künstler, dessen Name ich ebenso wenig kenne wie meinen eigenen. Es ist schon seltsam, dass mir der Mentor vertraut. Er versucht jedenfalls, mir zu helfen, bringt mir aber auch bei, was es heißt, einer von ihnen zu sein. Ich verließ mein Haus und stand im hinteren Teil der Festung im Garten. Es war ruhig. Wasser floss geordnet einen Hang herunter in den darunterliegenden Teich. Es wuselten nur wenige Anhänger in diesem Bereich herum, womöglich um sich die Zeit zu vertreiben. Ich schaute zum Gebäudeeingang, als der Mentor herauskommt und mich entdeckt. Kommen Sie, ich habe einen kleinen Auftrag für euch! rief er und winkte mich zu ihm. Ich folgte ihm zum Bereich, wo wir auch vor einer Woche die Mission besprochen hatten. Es gibt jemanden, der Informationen über einen unserer Widersacher in der Hand hat, sich aber weigert, uns die Informationen zu geben, begann der Mentor. Einer unserer Assassinenbrüder hat ihn aufgespürt, er wäre aber beinahe aufgeflogen. Da eure Robe ein wenig anders aussieht, wird er nicht sofort wiedererkennen, dass sie zu den Assassinen gehören. Er überreichte mir ein Blatt Papier. Auf dem eine Skizze des Mannes, von dem er gesprochen hatte, abgebildet war. Darunter ein Name. Kein Plan. Ein eigenartiger Name, wie ich fand. Er wurde zuletzt am Rathaus gesehen. Spürt ihn auf und folgt ihm zu einem abgelegenen Hort oder zu seinem Haus, sodass ihr ihn überwältigen könnt. Nutzen Sie zur Not auch Gewalt, um ihn zur Rede zu stellen, informierte mich der Mentor. Ich nickte, packte das Papier ein und war bereit zu gehen. Als der Mentor noch nachrief, Sie dürfen ihn nicht töten, bevor er ihnen die Information übergeben hat. Dann verließ ich die Burg und machte mich auf den Weg in die Stadt. Dort angekommen, schaute ich mich nach dem schwarzen Brett um und ging Richtung Stadtzentrum. Dort angekommen, schaute ich dieses Brett an und las mir sämtliche Nachrichten der Stadtbewohner durch. Während ich das tat, rempelte mich eine fremde Person an, die es wohl etwas eilig hatte. Ich schaute ihr hinterher und sah nur eine rote Jacke, ehe die Person hinter der nächsten Gasse verschwand. Ich bemerkte einen Briefumschlag auf dem kalten Boden, hob ihn auf und legte den Kopf schief. Wer war das? Und wieso fällt dieser Brief ihm aus der Tasche, während er mich anrempelt? Ob es gewollt war, dass ich diesen Brief erhalte? Was wohl da drin steht? Ich zog es in Betracht, den Brief mir später anzusehen und steckte ihn ein. Ich ging zum Rathaus und stellte mich an den Rand, um zu beobachten, ob meine Zielperson vorbeikommt. Tatsächlich kam er vorbei. Er wusste jedoch nicht, dass ich ihn beobachte. Er ging in das Rathaus hinein und kam kurze Zeit später wieder raus. Ich sah ihm seine Hektik und den Stress an, während er weiterlief. Mit etwas Abstand folgte ich ihm. Mir fiel gleich auf, dass er neben dem Mann wohnt, den ich zuletzt beschattet hatte. Als er dabei war, die Tür zu öffnen, hielt ich mich fürs Erste hinter der Hauswand auf und rannte dann zur besten Gelegenheit auf ihn zu, um ihn ins Haus hineinzuwerfen. Er erschrak und wollte schreien, ich hielt ihm jedoch den Mund zu und legte einen Finger über meine Lippen. Dann stand ich auf und schloss hinter uns die Tür. Du, ihr, ihr seid einer von diesen komischen Kuttenträgern, was wollt ihr von mir? fragt der Mann mit ängstlicher Stimme. Ich holte den Zettel heraus, zeigte auf die Karikatur und schaute ihn dann fragend an, während mein Finger von der Karikatur auf ihn zuwanderte. Hm? Ja, ich bin der Mann, den ihr sucht, antwortete er. Er schaute verwirrt rein, immer noch fragend, was ich von ihm wollen würde. Ich drehte den Zettel um, holte einen Kohlestift heraus und schrieb auf der Rückseite, dann übergab ich ihm den Zettel. Ihr wollt etwas über den letzten Templer wissen? fragte er. Ich nickte. Denn bitte folgen Sie mir, erwiderte er und öffnete die Luke in einen Keller, den ich so noch nie gesehen habe. Er rannte zu seinem Schreibtisch und suchte die Informationen heraus, während ich mir den Raum etwas genauer ansah. Der Raum war umgeben von Glas und hinter dem Glas befanden sich Algen und Fische. Der Raum war nicht besonders viel eingerichtet, nur gegenüber dem Schreibtisch von dem Herrn, der gerade nach den Informationen schaut standen zwei weitere Tische, hinter Glaswänden mit Stühlen und Schränken. Eine einzigartige Raumkonstellation, eine, die mir durchaus gefiel. Zwei Katzen und ein Hund harrten dort aus. Ich hab's! Hier ist das, was ihr wolltet, oder? sagte der Mann laut und mit zittriger Stimme und reichte mir ein Buch mit Notizen. Ich öffnete es kurz, um nachzulesen. Dann nickte ich und verstaute das Buch. Wenn Sie nun so nett wären zu ge-, setzte er an. Doch ich ließ ihn dieses Mal den Satz nicht benden und gab ihm einen rechten Haken mit, der ihn schlafen legte. Der Hund knurrte und sprang auf mich zu. Ich wich ihm aus, warf ihn zu Boden und bedrohte ihn mit meiner Klinge am Handgelenk. Der Hund fiepste vor Angst. Für einen Moment lang ließ ich den Hund meine Bedrohung in seiner Angst spüren. Dann ließ ich ihn los. Der Hund nahm Abstand und trottete beängstigt in die hinterste Ecke des Raumes. Die Katzen, die das Schauspiel beobachteten, machten nicht einmal die Anstalt, mir etwas zu tun, und sorgten sich mountains um den Mann. Ich zog meine Klinge wieder ein, legte den Mann an eine Glaswand und seine Hände in den Schoß zusammen, damit es aussah, als würde er schlafen. Anschließend verließ ich den Keller und sein Haus und machte mich auf den Rückweg in die Burg. Dort angekommen, begab ich mich zu meinem Meister und gab ihm die Bücher. Er war sehr zufrieden und würde weiteres mit mir die nächsten Tage besprechen. Er schickte mich zurück in den Garten, wo ich mich direkt zu meiner Unterkunft begab. Als ich in der Unterkunft war und allein war, setzte ich mich an den Schreibtisch und holte den Briefumschlag heraus. Ich öffnete ihn, was ich las verwunderte mich und ließ mir kurz den Atem stocken. Denn diese Person, die den Brief schrieb, kannte mich. Im Brief stand folgendes. Hallo, mein lieber Klon. Na, bist du auch endlich aufgestanden? Die anderen Klone sind bereits fort. Eigentlich müsste ich dich töten. Aber ich sehe, du hast einen guten Draht zu einem Orden gefunden, der mir meine Arbeit abnehmen kann. Ich bitte dich darum, dem Mann Kein Bergnow eine Nachricht zu schreiben, oder besser gesagt eine Drohung. Ich habe ein paar Zeilen niedergeschrieben, natürlich so, dass diese auf mich nicht zurückzuführen sind. Wenn du den Drohbrief ihm hinterlegt hast, komm zur Villa in der hinteren Ecke der Insel. Ich habe noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Gezeichnet MBN.